Hey, ich bin's wieder, Annelie. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch heute mal über einen typischen Tag bei mir mitgenommen. Also, was mache ich so vor der Schule? Dann in der Schule habe ich probiert, ein bisschen mitzufilmen. Dann, was mache ich nach der Schule, wenn ich heimkomme abends? Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Kurzer Prozess, also ich stehe so um 5.30 Uhr circa auf, manchmal ein bisschen später. Dann gehe ich ins Bad, mache mich ganz normal fertig, also mache meine Haare für den Tag, bisschen Make-up und ziehe mich um in meine Schuluniform, die habe ich jetzt auch gerade noch an. Genau, da hatte ich heute einfach nur die Jacke an, weil ich hatte heute ganz viele verschiedene Tanzklassen in der Schule. Deswegen musste ich mein Schul-T-Shirt nicht anziehen, aber das seht ihr dann. Ich habe meiner kleinen Gastschwester, sie ist 11 Jahre alt, dann noch die Haare geflochten, da sie heute Picture Day hatte, also Jahrbuchfotos. Sie war happy. Wir verlassen dann so circa um 6.30 Uhr das Haus, weil um 6.45 Uhr kommt dann auch schon unser Bus, der uns zur Schule fährt. In meiner ersten Period heute hatte ich Modern Dance. Das gefällt mir sehr gut, das ist was ganz anderes, weil in Deutschland tanze ich tatsächlich nur Hip-Hop und hier jetzt Modern Dance, aber es macht mir mega viel Spaß, die Lehrerin ist super nett und ich mag auch meine Mitschüler. Dann in meiner zweiten Period hatte ich Biologie und da haben wir heute einen Test geschrieben. Der war eigentlich, muss ich sagen, ganz gut, ich habe nicht wirklich viel drauf gelernt, aber für das, dass ich nicht so viel gelernt habe, war er echt gut. Und ja, die Lehrerin ist nicht so meine Lieblingslehrerin, aber es war trotzdem ganz okay heute. Nach Bio habe ich dann Lunch und ich esse dann meistens mit den Freundinnen aus meinem Tanzteam. Ich bin ja hier in einem Hip-Hop-Team und die sind mega cool, ich liebe die voll. Und die essen immer das Lunch von der Cafeteria, ich esse es nicht, weil erstens ist es teuer und zweitens ist es echt nicht gut. Deswegen bringe ich dann einfach immer mein Zeug von daheim, das ist dann meistens einfach irgendein Brötchen oder ein Apfel, ein Snack, ja. Und heute habe ich mir so ein Bagel mit Nutella geschmiert und Rice Krispie, ist mega lecker und ein Apfel. Meine dritte Period heute war Hip-Hop und wir hatten tatsächlich auch heute einen Skills-Test. Das heißt, wir mussten dann einfach unsere Choreografie, die wir in den Klassen davor gelernt hatten, performen. Und das hat sehr gut geklappt. Ich habe jetzt Hip-Hop. Meine letzte Period heute war dann Mathe, genau gesagt Geometrie. Ist eins meiner Lieblingsfächer tatsächlich hier. Die Lehrerin ist total nett und den Stoff, den die hier machen, haben wir schon in der 6. Klasse gemacht. Deswegen ist es auch mega einfach und Mathe hier ist irgendwie viel cooler wie in Deutschland. Keine Ahnung warum. Als die Schule dann aus war, bin ich nicht mehr den Bus wie gewohnt nach Hause gefahren, sondern ich habe dienstags und donnerstags immer Training in der Meisterschafts-Hip-Hop-Gruppe. Und heute hatten die mit ihrer alten Show, die ich ja leider nicht kann, einen kleinen Auftritt für die Mittelschüler, also für die Jüngeren, 6- bis 8-Klässler. Dann zugeschaut und angefeuert natürlich und danach hatten wir dann noch circa 4 Stunden Training. Heute war längeres Training wie sonst, einfach damit wir mal nochmal durch alle Choreografien durchgehen können, alles putzen können, dass alles super perfekt aussieht. Ich kann euch da gleich mal noch ein Video zeigen. Auf jeden Fall hat es mega viel Spaß gemacht. Also wir haben Jazz getanzt, wir haben Hip-Hop getanzt. Ich habe mit ganz vielen Leuten wieder geredet. Also das Hip-Hop-Training oder das Tanztraining hier ist super cool und eine mega Gelegenheit, Freunde zu finden. Oh,
Genau, und um 19.15 Uhr war dann das Training vorbei und mein Gastvater hat mich abgeholt. Wir sind dann heimgefahren und meine Gastschwester, meine brasilianische, hatte ja dann auch brasilianisch gekocht. Es war sehr, sehr lecker. Und jetzt gehe ich dann gleich duschen, mache mich bettfertig und dann gucke ich noch, vielleicht kriege ich noch ein paar Hausaufgaben erledigt. Und ich muss auch noch ein Geschenk für eine Freundin machen. Hello, I am Nelly's whole sister. I am Brazilian and this is a Brazilian food that I made by myself. Ich liebe euch. Abonniert. 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 So, ich hoffe, ihr hattet jetzt mal so einen kleinen, großen Einblick, wie denn so ein Tag bei mir aussieht, also mit Schule. Heute war zwar nicht ganz so normal, weil wir eben 4 Stunden Training nach der Schule hatten und ich deswegen daheim nicht so viel erledigen konnte, wie ich eigentlich sonst immer mache. Aber an sich war heute ein total cooler Tag. Also ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen. Jupp, bleibt gesund und macht's gut.